Kästen hier gleich. Genau. So. Danke, Markus Beckedahl, für diese sehr interessanten Einblicke, für diese Denkanstöße. Es freut uns total, dass wir mit dir so einen engagierten und ja eigentlich schon berühmten Netzaktivisten nach Salzburg gebracht haben. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Katharina Mayer und ich werde jetzt durch die Podiumsdiskussion führen, die moderieren. Ich möchte mich auch bedanken bei allen, die uns über den FS1 Livestream zuschauen und bei allen, die uns bis jetzt bei Facebook Live zugesehen haben. Also denen sei versichert, es waren keine Fake News, das war auch nicht Satire. Vielleicht hat ja irgendjemand von Facebook von den Zuständigen zufällig mitgehört. Man kann ja nie wissen. Jedenfalls, die sollten jetzt auf den Livestream von FS1 wechseln, denn die Facebook-Übertragung ist jetzt vorbei. Bei uns ist es noch lange nicht vorbei. Wir starten jetzt erst wirklich mit der Diskussion. Unser Thema ist Medienwandel bzw. Wandel der politischen Kommunikation. Das ist kein neues Phänomen, das ist aber eines, das uns über sehr viele Jahre schon begleitet und immer wieder für neue Probleme, für neue Herausforderungen sorgt. Und wir werden jetzt gemeinsam mit einer richtigen Expertenrunde darüber diskutieren. Und es freut mich total, dass vor allem die Experten alle aus recht unterschiedlichen Bereichen kommen und unterschiedliche Blickwinkel mitbringen. Und ich darf die jetzt bitten, aufs Podium zu kommen. Das wäre einmal der Herr Alfred Grinschkel von der RTR, bitte, Thomas Steinmaurer, Universität Salzburg, Hans-Peter Siebenhardt, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich glaube, er ist auch schon hier. Ja, und Alexander Baratzitz. Ich werde die jetzt auch noch vorstellen, natürlich. Nur damit wir uns mal versammeln. Ich habe übrigens jetzt gerade noch irgendwie Wasser organisiert. Vielleicht kann die Vanessa genau da kurz die, damit uns nicht der Durst überkommt. So, dann werde ich mal kurz, also Markus Beckedahl kennen wir jetzt alle von netzpolitik.org. Nochmal danke für die tolle Keynote. Haben wir Hans-Peter Siebenhaar, Österreich-Korrespondent vom Handelsblatt und hat vor kurzem ein Buch herausgebracht, Österreich, die zerrissene Republik. Und da gibt es auch ein Kapitel über Medien und da werden wir noch drüber sprechen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Thomas Steinmaurer von der Universität Salzburg, Leiter vom ICTS Center, das Zentrum für Informations- und Kommunikationstechnologien in Salzburg. Vielen Dank. Alfred Grinschkel, Geschäftsführer für den Bereich Medien bei der RTR. Dankeschön. Und Alexander Baratzitz ist hier am Podium als Sprecher von der Mediana heute. Danke, dass Sie da sind. Gut, dann starten wir gleich. Ich habe mir gedacht, zu Beginn, wenn es um Medienwandel geht, es ist etwas, was doch ein sehr schwammiger Begriff ist, beziehungsweise ein Begriff, der irgendwie immer so reingestreut wird, wo keiner wirklich weiß, was meint man da jetzt damit. Und ich würde gerne am Anfang eine kleine Stimmungsrunde machen mit Ihnen, mit euch, wie denn aus eurer Sicht quasi dieses ganze Phänomen Medienwandel wahrgenommen wird, beziehungsweise wo für euch so diese Knackpunkte liegen oder für Sie die Knackpunkte liegen, die wir auch jetzt besprechen sollten und diskutieren sollten. Wir haben jetzt schon viele Detailsachen erfahren in der Keynote und jetzt würde ich gerne das Pferd nochmal ein bisschen von einer größeren Seite aufzäumen, wenn man das so sagen kann. Und würde bitten jeden um ein kurzes Statement dazu. Ich würde sagen, vielleicht starten wir gleich bei dir, wenn das okay ist. Na gut, ich habe ja gerade schon geredet. Ja, jetzt haben wir deine Stimme schon gewohnt. Also ich bin immer noch total glücklich, dass es das Internet gibt und dass ich nicht mehr darauf angewiesen bin, in der alten Medienwelt mich als Konsument, als Zielgruppe oder irgendein Medium zu finden, wo ich mich als Zielgruppe zugehörig fühle. Also dass ich mich im Netz aus unzähligen Quellen selbst informieren kann, ist etwas Tolles, aber es bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass man
lernen muss, verantwortlich damit umzugehen, dass man lernen muss, nicht alles zu glauben. Ich glaube, das ist so ein Prozess, den wir als Gesellschaft noch ein bisschen besser durchlaufen müssen. Das heißt, mehr Medienkompetenz, mehr Digitalkompetenz vermitteln. Und ich glaube auch, dass wir noch lernen müssen, dass nicht jedes Medium automatisch auch ein Geschäftsmodell ist. Und dass wir Möglichkeiten entwickeln müssen, auch nicht kommerzielle Medien, die für die Gesellschaft einen Mehrwert bieten, irgendwie zu fördern. Und das auch, die auch nachhaltig zu fördern. Mhm, danke, Herr Grün. Ja, also meine Perzeption ist ja eigentlich eine ganz simple. Ich glaube, wir leben in einer fantastischen Zeit, weil wir haben Möglichkeiten, und Markus Beggetal hat es ja angeschrieben, das Modell sozusagen vom Empfänger zum Sender zu werden. Das heißt, wir sind an einem Punkt in der medienhistorischen Entwicklung, der einzigartig ist und uns alle viele Möglichkeiten eröffnet, egal ob wir Bürger sind, ob wir Journalisten sind oder Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft oder Kultur. Eine Diskussion, die ich gerne führen würde, und das war auch der Versuch in meinem Buch Österreich zerrissene Republik, diese Diskussion voranzutreiben, ist natürlich das Paradigma, das über Internet und soziale Netzwerke liegt, nämlich die Gefallsucht. Und die Popularisierung oder der, ja, auch die Tendenz zum Populismus, die daraus resultiert. Also inwieweit ist eben das Netz heute weniger ein Informationsmedium, sondern ein verstärkendes Medium mit den entsprechenden Exzessen. Und die Diskussion, die wir derzeit führen, welche Sanktionen oder auch Nicht-Sanktionen im Netz stattfinden sollen, ich glaube, das ist eine ganz zentrale, wobei ich die grundsätzliche Auffassung vertrete, das sage ich als Journalist, aber auch als Bürger, möglichst wenig Regelungen seitens des Staates und auch ein Stück weit Vertraue auf das Erwachsenwerden des Mediums, auch des sozialen Netzwerkes. Es gibt eine Professionalisierung, und das ist egal, ob das jetzt der einzelne Blogger ist, der als Nebenerwerbsjournalist unterwegs ist, oder auch natürlich Konzerne wie Facebook. Wir hatten ja vor wenigen Tagen das Gespräch des neuen Deutschlandchefs von Facebook gesehen, der unter anderem im Handelsblatt sagte, dass sie Fehler gemacht hätten und offenbar eine gewisse Bereitschaft besteht, das eine oder andere auch von sich aus zu korrigieren. Danke. Danke. Ja, seitens der Kommunikationswissenschaft ist sozusagen das Netz und die Netzentwicklung wahrscheinlich eine der spannendsten Phasen zurzeit, die wir erleben. Wir reden ja von einem disruptiven Wandel, also der besonders gewissermaßen durch viele, nicht nur viele eben Chancen, sondern auch Risiken begleitet ist. Und wir sehen zurzeit auch sozusagen diese Entwicklung von der Netzeuphorie in die Kritikphase zurzeit und sehen da ein großes Spektrum sozusagen an Möglichkeiten oder an Notwendigkeiten, tatsächlich kritisch in irgendeiner Form zu intervenieren, weil eben die derzeitige Entwicklung, und da bin ich vielleicht ein bisschen skeptischer als meine Vorredner, die Idee, dass sich das Netz quasi selbst in der Selbstregulierung zum Guten wendet, dass sich etwas Positives, sozial Positives herausmändelt, haben wir festgestellt, dass dem nicht so ist. Wir sehen, wir haben einen hohen Grad an Kommerzialisierung, wir haben einen hohen Grad an technischer Durchdringung unserer Alltagswelt, und es ist der kritische Blick lässt uns vermuten, dass sozusagen wir momentan an einem Stand, an einem Stellenwert oder an einem Punkt angelangt sind, wo wir sehen, dass tatsächlich unser soziales Verhalten zu einem hohen Grad auch ökonomisiert wird, indem sozusagen einfach Institutionen, Intermediäre, wie wir sie nennen, wie Facebook, sozusagen zwischen unserer sozialen Kommunikation eine Kasse aufstellen und jedes Mal, wenn wir miteinander reden, auf eine neue Form, die wir vielleicht noch nicht verstanden haben, sich selbst zu regulieren, unter Anführungszeichen davon profitieren. Wir tauschen dort unsere soziale Eingebundenheit, unsere soziale Wärme durch Daten und Aufmerksamkeiten und Zeiten. Also es gibt neue Geschäftsmodelle, es gibt neue Dominanzen im Netz, und die Verbindung von Ökonomie und Technologie bringt neue sozusagen Herausforderungen, die wir, wie wir jetzt ja im Vortrag gehört haben, noch nicht so richtig im Griff haben,
damit umzugehen. Die klassische, ich bin gleich fertig, die klassische Idee ist auf der einen Seite sozusagen die Digital Literacy, das Digital Citizenship zu stärken, natürlich von bottom up, und auf der anderen Seite nehme ich jetzt auch wieder wahr eine neue Form des Wunsches nach Ordnung, nach Regulierung, nach Möglichkeiten des Eingreifens, wobei auch hier natürlich die interne Netz-Community sehr sensibel ist gegen diese Eingriffe. Bei diesen Instrumentarien halten wir zurzeit, und ich habe momentan den Verdacht oder das Gefühl, dass diese Eingriffsmöglichkeiten nur beschränkt ihre Wirkung entfalten. Deswegen muss man vermutlich jetzt weiterdenken und weitere Modelle finden, um die Malaise, die wir sozusagen ja im heutigen Vortrag sozusagen auch dargestellt bekommen, irgendwie auch möglicherweise in den Griff kriegen. Danke. Herr Grinschkel, wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Ja, ich möchte erst einmal ein paar Worte zum Herrn Becketal sagen. Viele Dinge, die Sie in Ihrem Keynote präsentiert haben, gefallen mir sehr gut. Nämlich vor allem, dass Gerichte in Wahrheit verantwortlich sein sollen und nicht die Guidelines von irgendwelchen Facebookern und so weiter. Am Beginn haben Sie noch etwas gesagt, wir in Österreich übernehmen alle schlechten Dinge aus Deutschland. Ich denke auch, wir nehmen gute Dinge aus Deutschland, und ich denke auch, die Deutschen nehmen gute und schlechte Dinge auch von Österreich. Also das ist meine Meinung zu diesem Thema. Welche zum Beispiel? Wenn ich vom Medienbereich denke, wir in Österreich haben zurzeit nahezu 100% der Haushalte und Teilnehmer sind digital. In Deutschland ist Kabelfernsehen noch weiter hinten. Also könnte ich einige Dinge nennen. Und weniger gut ist zum Beispiel das digitale Radio, wobei wir wirklich nicht wissen, ob das gut ist, wenn 3 oder 4 das beginnen. Wenn, dann sollten alle das gemeinsam machen wie in Deutschland. Aber Deutschland hat schon vor 20 Jahren begonnen. Das ist auch bisher kein Erfolg. Also fällt mir viel dazu ein. So, jetzt möchte ich aber nur über wesentliche Dinge, die den digitalen Wandel für mich bedeuten, sagen. Wenn ich die letzten 10, 15 Jahre mir ansehe, vor 15 Jahren haben mehr oder minder die ganzen Fernsehteilnehmer linear gesehen. Also über Kabel, Satellit, Terrestrik. Heißt, zum Zeitpunkt, wo das ausgestreut worden ist, haben wir das angeschaut. Inzwischen haben wir natürlich einen starken Wandel in Richtung Nichtlinearität. Und das insbesondere in einer jüngeren Zielgruppe. Wir haben eben heuer eine Marktforschung mit GfK gemacht, gemeinsam mit dem Teletest. Da wurden, ich glaube, 5000 Damen und Herren in Österreich befragt über ihren Bewegtbildkonsum. Und wir haben das natürlich auch die Altersgruppen genau angesehen. Und wenn ich etwa die 14- bis 19-Jährigen nehme oder die 20- bis 29-Jährigen nehme, da habe ich nahezu gleich viel nicht-linearen Konsum wie linearen Konsum. Natürlich schauen die auch, also lineares Fernsehen, sprich also was mit ARD, ZDF und ORF und so weiter, aber sie haben gleich viel Bewegtbildinhalte, die nicht linear bei Ihnen eintreffen, sprich also was weiß ich, Netflix, WhatsApp, Amazon Prime und was auch immer. Ne? Also das ist ein massiver Wandel gegenüber von vor 10, 15 Jahren. Und wenn ich jetzt da nachdenke über die Regulierung dieser Geschichten, da muss ich natürlich sagen, wir haben in Österreich keine Chance, diese Dinge zu regulieren. Wir können die österreichischen Mediendiensteanbieter, die auf WhatsApp zum Beispiel was einklinken, die können wir regulieren. Aber generell Facebook und Google und so weiter in keinster Weise, weil das sind halt ausländische Unternehmen in Kalifornien oder wo auch immer zu Hause. Und wie auch immer, wie der Keynote-Speaker auch gesagt hat, die sind in Österreich oder in Deutschland verantwortlich, um Anzeigen zu akquirieren, aber regulieren können wir die leider in keinster Weise. Also insofern, also ich bin Jurist, ne? Also das glaube ich wirklich zu wissen, das ist leider so. Insofern würde ich mir wünschen, auch eine Harmonisierung in Europa, aber auch europäisch wird es eher schwierig sein, diese Geschichten, die aus Amerika kommen, bei uns zu regulieren.
Danke. Ja, über die Lösungsansätze und wie wir diese Probleme angehen, werden wir dann auch noch im Detail diskutieren. Vorher vielleicht noch, Alexander, von deiner Seite eine kurze Stimmungsprognose. Na, vielleicht kurz von Organisatorenseite, was wir mit Wandel der politischen Kommunikation oder auf was wir uns bezogen haben. Der Falter hat diese Woche getitelt, dass dieser Nationalratswahlkampf der erste richtige Social-Media-Wahlkampf sein wird in Österreich. Ich gebe ihm nicht recht, ich meine, dass schon der Bundespräsidentschaftswahlkampf ein Social-Media-Wahlkampf war und das war für uns eigentlich so. Ich habe es, mein ehemaliger Klavierlehrer hat mich mal geadet vor mehreren Jahren und das ist ein FPÖ-Anhänger in Wales und ist ein recht fleißiger Poster und ich habe mir anfangs überlegt, irgendwie, das geht mir irgendwie auf den Nerv und ich kick ihn und habe das dann aber zunehmend spannend gefunden, was da so in der Timeline drinnen war bei mir und vor allem zu verfolgen, welche Wellen da stattfinden. Und gerade beim Bundespräsidentschaftswahlkampf, also ungefähr ein Jahr davor, habe ich es dann so richtig bemerkt, was da abgeht oder dass hier was kommt, was völlig Neues und völlig neue Dimensionen annimmt. Ein gutes Beispiel für mich ist dann gewesen der eine Fall, eine Geschichte, dass ein Asylant hätte beim Hartlauer gekauft ein iPhone oder er wollte kaufen, es hätte dann der Hartlauer-Verkäufer bei Caritas angerufen, ob die 800 Euro in Ordnung wären, die hätten gesagt ja und dann steht noch drunter irgendwie Skandal, man darf nichts mehr spenden an die Caritas. Ja. Das ist in zwei Wellen gekommen, letztes Jahr im April zuerst und das zweite Mal im Juni. Ich habe es von meinem Klavierlehrer, dem ehemaligen, einmal mehrmals in der Timeline gehabt und beim zweiten Mal, bei der zweiten Welle, als dann die Wiederholung schon irgendwie im Raum stand, hat dann die Caritas sich endlich oder Gott sei Dank oder wie auch immer die Mühe gemacht oder bemüßigt gefühlt oder es für notwendig erachtet, darauf zu reagieren. Ich sage es jetzt ein bisschen vielleicht mit einer bestimmten Note, weil das von vielen bemerkbar war, dass sie das Social Media Sphären nicht ernst genommen haben. Facebook ist was für kleine Kinder und das ist irgendwie eine Spaßgeschichte oder nicht ernst zu nehmen. Das war ein Beispiel dafür, dass oder dieser Wahlkampf hat gezeigt, dass das ganz im Gegenteil todernst ist oder in der politischen Kommunikation einen Stellenwert erreicht hat, wo man sagen muss, das kann man nicht mehr ignorieren. Und es war dann auch so, als diese Pressekonferenz da stattfand und die Caritas richtig stellte, ist das in riesigen Wellen dann von der anderen Seite dahergekommen und es war einen Tag später, da hat dann die Freiheitliche Partei, der Herr Kickl, am Sonntag in der Früh mit einer OTS-Aussendung darauf reagiert, und weil es so groß geworden ist. Ja. Und das ist so eine Geschichte auch, also das meine ich, wollten wir adressieren mit Medienwandel, jetzt ganz aktuell, nicht die letzten 10 Jahre, sondern ganz diese disruptive Charakter und ja. Danke, ja, wir nehmen es auf alle Fälle ernst, dieses Thema. Ja, wenn man vom Wandel der politischen Kommunikation spricht und von den neuen Medien, dann stellt sich für mich zumindest auch die Frage, wie demokratisch denn eigentlich diese neuen Medien überhaupt noch sind. Ist da nur irgendwie ein Funken demokratisches Potenzial vorhanden? Herr Steinmaurer, mich würde jetzt von Ihnen interessieren, aus der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive, das Internet galt ja ganz am Anfang als der Partizipationsraum schlechthin. Es hat eine riesen Euphorie darum gegeben. Heute, wenn man Bilanz zieht, war das alles nur eine Illusion oder hat es das demokratische Internet je gegeben? Na, ich glaube, das demokratische Internet gibt es nach wie vor, weil wir haben eine Gleichzeitigkeit von Chancen und Risiken. Nur können wir mit der Balance nicht umgehen und wir können derzeit schwer damit umgehen, was sich abspielt und wie wir eingreifen können. Wir hatten letzte Woche zwei Diskussionen und auch Vorträge zum Thema eben Veränderung der Demokratie und demokratischer Prozesse und da geistern naturgemäß völlig zu Recht Ideen wie Post-Democracy, Post-True-Society und Implosionserscheinungen von Demokratie sozusagen durch die Gänge. Und wir haben es, glaube ich, tatsächlich zurzeit damit zu tun, dass einerseits die Chancen noch nie so groß waren, demokratisch partizipieren, sich einbringen zu können, nur dass die Strukturen derzeit so sind, dass offenkundig die Risiken und die Gefahren ein Ausmaß annehmen, wo man sich nicht mehr sicher ist, wohin das weitergeht. Also das Beispiel ja von Trump hat gezeigt,
dass diese Fake News-Geschichte ja tatsächlich kein Fake ist, sondern dass das reale politische Kräfte entwickelt und wir momentan wahrscheinlich gewissermaßen uns eine gewisse Hilflosigkeit eingestehen müssen, wie das wohl jetzt weitergeht. Ja. Und es gibt auch Politikwissenschaftler, die gerade auch mit, ich habe mit ihnen gesprochen, die gerade aus den USA auch zurückkommen und die sagen, die Gemengelage derzeit, was sich einerseits auf quasi digitalen Netzwerken mit Facebook abspielt und gleichzeitig die elaborierte politische Administration damit umgeht, ist ein Gemengelage, die zumindest nicht demokratieförderlich ist. Ne? Und da Implosionserscheinungen passieren, die wir, glaube ich, sehr, sehr genau beobachten müssen. Herr Grinschke, Sie wollten da was drauf sagen? Ja, jetzt will ich eine Frage dazu. Wenn wir von Demokratie im Netz reden, dann meinen wir wahrscheinlich die Vielfalt der Angebote. Weil wenn unzensuriert AT ist, ist doch keine demokratische Geschichte und viele andere Dinge auch nicht. Also in Wahrheit geht es um die Vielfalt der Angebote, unter denen ich auswählen kann. Und jetzt würde ich auch sagen, Zeitungen oder Rundfunkunternehmen sind in meinen Augen auch nicht per se 100% demokratisch. Ja? Weil da gibt es auch Leute an der Spitze, die ihre Meinung da irgendwie einbringen, mehr oder minder. Also das ist für mich auch nicht 100%ig demokratisch. Es geht auch da um die Vielfalt der Angebote in meinen Augen. Das ist schlicht eine Frage. Mhm. Herr Siebenhaar, Sie sprechen ja in Ihrem Buch Österreich, die zerrissene Republik, über eine politische, ökonomische Krise. Wenn ich mich recht erinnere, sogar an die größte seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Österreich in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg steckt. Sehen Sie da jetzt auch eine Krise der Demokratie? Ja, jetzt werden wir mal gucken, was das Wahlergebnis dann bringen wird und wie groß die Krisenhaftigkeit ist. Nein, ich glaube, es gibt tatsächlich ökonomisch gesprochen, muss sich Österreich überlegen, ein neues Business Model zu entwickeln, weil die bisherigen Strukturen werden nicht ausreichend an der globalisierten, wettbewerbsintensiven Welt auf dem Level weiterhin agieren zu können. Aber hinsichtlich der Medien, was ich mir... Und da greife ich vielleicht die These vom Vorredner nochmal auf. Also, was sind demokratische Medien? Ich persönlich finde es als einen Beitrag für die Demokratie, wenn Politiker direkt über Twitter, über Facebook oder andere soziale Netzwerke direkt Messages absenden und ich kann auch darauf reagieren. Und das muss auch gar nicht vom Staat unbedingt kontrolliert werden, sondern das ist eben ein Stück Partizipationsprozess, von dem ich mir sozusagen in meiner Jugend ja nur träumen konnte. Ich glaube, wenn wir über Medien und Demokratie sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie der Staat die Medien auch ein Stück weit in den Spitzkasten nimmt und dass er als Beispiel angeführt das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das ORF, das wissen Sie besser als ich, aber aus meiner Beobachtung heraus ist natürlich im Würgegriff der politischen Partei, da werden wir vielleicht auch den einen oder anderen Wechsel sehen, dann im Herbst, aber es gilt natürlich auch für Deutschland. Darüber wird meines Erachtens viel zu wenig diskutiert und wir diskutieren auch hinsichtlich des Netzes und der Hasspostings, Fake News, natürlich auch über eine Ebene, die natürlich schrecklich ist, aber die man eigentlich viel einfacher in den Griff bekommen könnte, wie wir das in der bisherigen Diskussion immer darüber sprechen. Und da bin ich bei meinem Vorredner Markus Beckethal. Warum denn nicht einfach den Gerichtsweg gehen? Wenn Sie in einer Zeitung oder im Radio oder im Fernsehen den Tatbestand der üblen Nachrede empfinden, irgendwelche Dinge behaupten, so können Sie das relativ schnell abstellen über Gegendarstellung bis hin zu Strafen. Die Gerichte funktionieren in Mitteleuropa hervorragend und die Justiz ist unabhängig. Ich brauche dafür keine Gesetze, die weit über der bisherigen Pressegesetzgebung hinausgehen. Ich glaube, das ist einfach ein Stück weit Fair Play im Rahmen der bestehenden Möglichkeit. Und ich würde davor warnen, zu sehr übers Ziel angesichts der ganzen Aufgeregtheit, die es gibt, nicht nur in Österreich, sondern in Europa und vielleicht auch ein Stück weltweit, dann zu viel zu regulieren.
danke. Bevor wir auf die Fragestellung rund um die Regulierungsmaßnahmen kommen, vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei dem, was der Herr Grinschl jetzt aufgegriffen hat bzw. angeregt hat. Was sind denn demokratische Medien? Da denke ich jetzt irgendwie an die freie Medienszene. Alexandra, ich weiß nicht, wie schaut das, wie würdest du da das bewerten? Oder wie würdest du sagen, diese Partizipation, dieser Aspekt der Partizipation ist ja eigentlich etwas, für das die freie Medienszene steht, oder? Absolut. Das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion, als privates Radio in Österreich eingeführt wurde. Da geht es ja um die Fragestellungen, habe ich ein Objektivitätsgebot bei jedem einzelnen Sender oder habe ich durch das Gesamtgefüge ein außenpluralistisches System und ist es nicht auch spannend, durch pointiertere Positionen, durch das außenpluralistische System insgesamt eine Diskussion überhaupt führen zu können, dass Einzelmeinungen, die vielleicht eine bestimmte Färbung haben, sei es jetzt eine vom politischen Spektrum linke oder rechte und im Zusammenspiel, dann kann sich das Publikum selbst eine Meinung bilden und wäre das dann der demokratische Diskurs jetzt insgesamt. Und ja, ich sehe das auch im System jetzt hier als bin ich noch immer optimistisch, dass eine Möglichkeit besteht, daran festzuhalten, an den ursprünglichen Traum, der mit der Einführung des Internets für viele jetzt in der Frühphase verknüpft wurde. Ich gebe Markus Becketal recht, dass wir halt noch viel lernen müssen, wie können wir mit dem Traum umgehen. Ja? Also für mich wäre das jetzt so nochmal anknüpfend an das Beispiel mit der Geschichte beim Hadler und der Caritas. In der Kommunikationswissenschaft wird gerade diskutiert, so Phänomene, die jetzt in Verbindung stehen damit, die das beschreiben als Schweigespirale, von der Nölle Neumann erstmals diskutiert, die beschreiben ein Phänomen, dass eben, wenn solche Wellen daherkommen, dass das zu einer Intimisierung in dem Sinn stattfindet, dass Leute sich nicht mehr äußern und vor diesem Druck verstummen. Und darum ist es so wichtig, dass man dagegen auch auftritt, dass man auf, wenn es eine Klarstellung möglich ist und erforderlich ist, dass man die dann auch platziert. Und in dem Sinn wäre es jetzt aus meiner Sicht jetzt quasi auch ist das Teil unserer Initiative hier mit dieser Konferenz, zu sagen, man muss diese Social-Media-Sphären ernst nehmen und es wäre aus meiner Sicht quasi eine Bürgerinnenpflicht, hier aufzutreten und auch mit wenn beispielsweise dann die Caritas-Aufklärung daherkommt, dass ich das auch verteile und dass ich eben gegen diese Schweigespirale ankämpfe und mich aktiv als Bürger, Bürgerin in Diskurs beteilige. Herr Siebenhaar? Ja, vielleicht ein Wort zum Thema Fake News, weil Sie sozusagen die Caritas sehr illustriert haben. Ich glaube, wenn wir über Fake News diskutieren, dann diskutieren wir ein Stück weit an der Oberfläche, weil wir diskutieren darüber, dass jemand was im Netz schreibt, auf welcher Plattform auch immer, was nicht unbedingt der Wahrheit entspricht und man sozusagen relativ leicht auch widerlegen könnte, was dann nicht geschieht. Aber wenn wir über Fake News reden, sollten wir ein bisschen genauer hingucken. Ich glaube, eine genauso große Gefahr ist das Kreieren falscher Nachrichten. Und da sind wir beim Stichwort Public Relation und diejenigen, die Auswüchse von Public Relation in Auftrag geben. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. September 2015, Westbahnhof Wien, Tausende von Flüchtlinge kommen aus Ungarn an. Ihnen wird geholfen am Wiener Westbahnhof mit Flaschen, teilweise Zigaretten, Nahrungsmittel, Textilien etc. So, am ersten Tag war das eine ganz natürliche Angelegenheit. Wiener gingen dahin, haben privat was beim Billa eingekauft, haben es verteilt. Hilfsorganisationen waren noch nicht sichtbar. Tag zwei, Hilfsorganisationen sind mittlerweile da, auch die Kameras nationaler und internationaler Medien, viele Kollegen. Was macht die Caritas? Die Caritas verteilt als erstes Mal an jenen der freiwilligen privaten Helfer ein T-Shirt mit der Bitte, das auch überzuziehen, was dann auch viele gemacht haben. Warum? Um den Eindruck zu erwecken, es sei eine beispielslose Aktion der Hilfsbereitschaft der Caritas für die Flüchtlinge, die aus Ungarn sozusagen mittellos kommen. Das ist für mich Fake News.
kreiert am Beispiel einer NGO und einer relativ cleveren PR. Und darüber, glaube ich, sollten wir auch noch mal genau hingucken, weil rein faktisch als Journalist, wenn Sie dort ein Bild aufnehmen für die AP oder die APA oder die Kamera beim ORF oder für die ARD laufen lassen, dann sehen Sie Helfer eben in Caritas-T-Shirts, entspricht scheinbar der Wahrheit, ist aber gar nicht die Wahrheit. Danke, ja, Sie haben jetzt eben perfekt übergeleitet zu dem, was ich jetzt sowieso ansprechen wollte. Fake News ist jetzt irgendwie das Modewort schlechthin. Fake News hat es aber, wie Sie gerade gesagt haben, immer schon gegeben, gibt es auch außerhalb des Internets. Herr Steinmauer, wie in der Kommunikationswissenschaft ist das ja auch schon immer ein Thema gewesen, Falschmeldungen, Fake News. Jetzt scheint es aber so, als hätte uns das Internet irgendwie alle zu Shitstormern und Hasspostern gemacht. Kann man das so provokant sagen oder woran liegt es, dass das jetzt so brisant ist alles? Naja, ich meine, die Brisanz liegt auf der Hand aus verschiedenen Umfeldern und das Problem, glaube ich, ist nur, dass das alte Modell der Demokratie und der Medien, nämlich dass sie von verschiedenen Anbietern ausgegangen sind, der Pluralität, also des Binnenpluralismus beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die klassische Pluralität der Anbieter plus der freien Szene, ging ja noch davon aus, dass es sozusagen ein Modell ist von Anbietern und Nachfragern. Ne? Und es ging auch davon aus, dass gegebenenfalls, also zunächst einmal ging es davon aus, dass die Nachfrager, die Rezipienten sich nicht in dem Maße einmischen, wie sie sich jetzt einmischen. Und sie ging auch davon aus, dieses Modell, dass der aufgeklärte Konsument mehrere Medien idealerweise konsumiert und damit eine gewisse Übersicht und Selbstkorrektiv auch hat über die verschiedenen Wahrheiten und Inputs. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir Phänomene sehen, Stichwort Filterbubble etc., dass Menschen gerade auch interessanterweise im Netz, wo die Vielfalt so groß ist, wie sie noch nie war, dazu tendieren, andere Kanäle oder die Vielfalt der Kanäle in dem Ausmaß nicht wahrzunehmen, wie sie es wahrnehmen müssten, um demokratisch aufgeklärt zu sein, oder sozusagen das Gefühl verlieren, zwischen Qualität und Qualität von Information einzuschätzen. Und das Faken von Qualität von Information ist zurzeit ein ernstes Problem. Und wenn die Wahrheit als Kategorie zu erodieren droht, ja, als Bezugspunkt, dass ich da auch einklagen kann, und es allzu leicht ist für den aufgeklärten, vernetzten Konsumenten eine, wie Sie es vorher genannt haben, eine falsche von einer richtigen Seite nicht mehr unterscheiden zu können, dann wird es ein problematisches Ding. Ja. Deswegen braucht es, wir haben auch ein Heft dazu gemacht, die auch von uns die Idee, mehr digitale Aufklärung, mehr Empowerment des Users, ihn auch zu adressieren, nicht nur als Kunden, sondern auch als Bürger des Einmischens. Aber wir schreiben uns auch erst von der Kommunikationswissenschaft gewissermaßen die Finger wund in diese Richtung und wir haben die Appelle genauso wie die freie Szene. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob die Stärke der Appelle mit der Stärke der Dimension, die im Netz derzeit sich entwickelt, in eine Balance zu bringen ist. Und ich hoffe sehr, ich bin nach wie vor der Hoffnung, dass sich da sozusagen durch einerseits Selbstregulierung etwas verbessert, dass durch ein zivilgesellschaftliches Engagement und digitale Aufklärung und Bildung und etc. etwas sozusagen in Gang kommt. Aber ich glaube, es muss eine wirklich enorme Anstrengung sein, um diesen disruptiven Phänomenen etwas entgegensetzen zu können. Da sind wir jetzt direkt bei den Lösungsansätzen und ich habe jetzt nur erfahren, also Alexander und Markus, ihr habt so Anmerkungen dazu. Vielleicht fängst du an, du warst das Erste. Ich wollte nur kurz anmerken, weil ich es dann eigentlich vorhin nicht fertig ausführte. Also die freien Radios haben ein außenpluralistisches System eigentlich auf den Sendern selbst installiert. Es gibt eine Vielfalt bei sich, es gibt türkischsprachige Programme, also 7 verschiedene, die unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen haben. Das ist mal von dem her schon, gibt es da viel Erfahrung und natürlich auch in der medienpädagogischen Arbeit sind die freien Radios sicherlich totale Vorreiter gewesen in Österreich und da gibt es enorm viel Know-how und auch Strukturen, wo man weiter ansetzen kann.
Was ich auch glaube, jetzt anknüpfend jetzt irgendwie an die Situation, die wir jetzt haben, die wir damals noch nicht hatten, als die freien Radios begannen, diese Informationsvielfalt, was die freien Radios bieten könnten, wäre quasi so ein Labeling von Trusted Information, ja, dass quasi die vielen verschiedenen auf dem Sender tätigen Gruppierungen mit den Informationen, die verbunden werden mit dem Sender, auch ein gewisses quasi eine Vorinformation und ein durch das Netzwerken ein, quasi ein Filter stattfindet, wo ein gewisses Vertrauensverhältnis hergestellt werden kann und quasi auch eine Orientierung sein kann, wo kann ich mir Informationen herholen und wie kann ich die bewerten. Mhm. Max, ich glaube, du hast vorhin noch was beim Herrn Steinmauer anzumerken gehabt und ich merke mir sie. Ja, mir kam der Gedanke, dass wir halt noch immer noch zu wenig über diese ganzen Mechanismen und Phänomene wissen. Und das ist ein ziemliches Problem. Also das ist auf der einen Seite eine Herausforderung oder auch eine Aufgabe für den Staat, Forschung zu finanzieren. Also in Deutschland hat die Bundesregierung jetzt ein Digitalinstitut zur Erforschung der gesellschaftlichen Auswirkungen gegründet, 2017. Also 2007 hätten wir laut applaudiert. 2017 denkt man sich so, ja okay, besser als nichts, ne? Aber es kommt halt viel zu spät. Ne? Also das ist das eine. Auf der anderen Seite hilft es aber nur zum Teil, wenn man viele Forscher hat, wenn man nicht an die Daten rankommt. Und hier haben wir die Blackboxes der großen Plattformen, die sich aussuchen, mit welchen Forschern sie zusammenarbeiten, was aber keine unabhängige Forschung ermöglicht. Und hier müsste man auch mal drüber nachdenken, wie kann man halt diese großen Anbieter dahingehend regulieren, dass sie in einem demokratischen Verfahren Wissenschaftlern diese Daten zur Verfügung stellen, damit Wissenschaftler unabhängig von Interessen diese Phänomene untersuchen können, um möglicherweise bessere Antworten zu finden. Nur ganz ein kurzer Zwischeneinwurf meinerseits ins Publikum. Wir werden natürlich dann ungefähr 10 Minuten Zeit haben für Fragen aus dem Publikum. Also die räumen wir uns ein, wenn welche da sind. Also nicht einschlafen, sondern, sondern eventuell, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas euch auf der Zunge brennt, dann so lange zurückhalten. Ungefähr nur in 10 Minuten, 15 Minuten oder was wird es dann soweit sein. Gut, aber jetzt möchte ich noch mal kurz das Wort Ihnen übergeben. Sie wollten nämlich auch noch was drauf sagen, Herr Siebenmann. Ich wollte was zum Thema Lösungen sagen und dann noch mal die Diskussion vielleicht erweitern. Also für mich ist eine Lösung das Bewusstsein machen der Problematik. Wir diskutieren auf vielen Medienkongressen unter uns als Journalisten, als Netzaktivisten, als Politiker, als Manager, was auch immer. Diese Diskussion findet statt draußen in den Köpfen. Ist es noch nicht angekommen. Und ich glaube, wir müssen viel mehr rausgehen aus unserem Ökosystem, aus unserem Environment und diese Diskussion in die Herzen und in die Köpfe der Leute tragen, weil der Kampf um die Wahrheit ist ja historisch gesehen ein permanenter. Nur sozusagen die Spielweisen sind sehr unterschiedlich. Und da bin ich bei einem Punkt, was relativ unpopulär ist. Ich persönlich glaube, dass es ein Ansatz, ein positiver Ansatz sein könnte, nämlich Stichwort Medienpädagogik. Das ist ein altes Wort aus den 70er Jahren, man hat es vergessen und die Wissenschaft findet so gut wie nicht statt. Es gibt kaum Lehrstühle dafür. Aber die Vermittlung einer Medienkompetenz in der Ausbildung, in der Schule, in der Universität, in den Berufsschulen, so etwas ist extrem wichtig, weil nur wenn die Leute auch Medienkompetenz haben, können Sie unterscheiden, wie eine Information an einem freien Radio und beim ORF zustande kommt, welche Funktionen klassische Medien haben und welche Funktionen Blogger haben und welche Gefahrenpotenziale und Möglichkeiten das eine oder andere anbietet. Das finde ich sehr, 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 sehr wichtig. Und zweite kurze Anmerkung noch, wir sind ja hier in Salzburg, der Stadt von Servus TV. Und wenn wir über Wahrheit sprechen, dann sind wir sehr schnell bei den Aktivitäten auch von Herrn Matuschitz, der ein Wahrheitsportal jetzt gegründet hat. Wenn man sich ein bisschen die Genese von Red Bull anguckt und von Servus TV, dann mag man die eine oder andere Frage stellen, welche Wahrheit es wohl sein wird. Aber auf was ich hinaus will, es werden Medien gegründet, die sozusagen
eigentlich keine Medien im klassischen Sinne mehr sind, sondern Content-Marketing-Maschinen, die zum Ziel haben, ein Produkt markentechnisch zu positionieren und den Verkauf zu steigern, beziehungsweise, wie es im Feudalismus dann der Fall war, die privaten Aktivitäten oder Sehnsüchte dann eines vermögenden Menschen dann auch visuell und sonst wie in gedruckter umzusetzen. Also der Komplex Wahrheit ist ein sehr vielschichtiger. Und ich glaube, wir müssen in der Diskussion noch viel weiter gehen, wie nur das Netz und angeblich Fake News und immer Netz, das böse Internet. Wir haben selbst, und das ist auch ein Stück weit Selbstkritik, nachdem ich mich auch mit dem Sektor sehr lange schon auseinandersetze, wir haben uns selber in eine sehr defensive Rolle positioniert, aus der wir rauskommen müssen, und wir müssen viel mehr darüber sprechen, sozusagen, was ist Wahrheit im weitesten Sinne. Ja, Medienkompetenz als einen Lösungsansatz, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist nötig auf jeden Fall und sollte stärker forciert werden. Offensichtlich ist es aber den politischen Akteuren sozusagen jetzt nicht genug, weil es ist ja im Gespräch immer wieder Regulierungsmaßnahmen, in der Keynote haben wir es schon gehört, die dann auch Facebook dazu zwingen würden, Uploadfilter einzurichten. Jetzt ist die Frage, also Markus Beckerthal, du hast schon gesagt, das ist eine sehr problematische Sache, das könnte die Meinungsfreiheit in gewissen Bereichen stark einschränken. Mich würde jetzt interessieren, von den Podiumsgästen, herrscht da Einigkeit über diese Maßnahme? Also wäre, wenn so eine Maßnahme, dass quasi Facebook als Unternehmen zur Verantwortung gezogen wird oder in Verbindung mit Upload-Filtern, wäre das eine sinnvolle Lösung für dieses ganze Problem oder für die vielen Probleme? Ja, bitte. Also ich versuche gerne was dazu zu sagen, wobei auch generell zu den Dingen, die jetzt schon gesagt worden sind, ein paar Bemerkungen machen möchte. Nämlich natürlich geht es darum, dass Gerichte verantwortlich sind für die Regulierung in Österreich. Aber ich sage, ein spezielles Gericht ist ja bei uns in der Com Austria. Also die Com Austria ist ja in Wahrheit eine unabhängige Einrichtung, ein Spezialgericht. Ja? Also in meinen Augen viel schneller und viel sachkundiger wie jedes sonstige Gericht. Also ich weiß ja, wie lang die sonstigen Gerichte brauchen, in Wahrheit 3-5 Mal so lang, bis sie zu einer Entscheidung kommen. Eine Geschichte, die im letzten Jahr bei uns die Com Austria zu entscheiden gehabt hat, war zum Beispiel die Tempelberg-Affäre, wie der Präsidentschaftskandidat Hofer damals in Jerusalem war. Ne? Also das war eine wichtige Entscheidung, die Com Austria getroffen hat. Und es gibt immer wieder jede Woche Entscheidungen von der Com Austria. Das natürlich zu Medien, die bei uns längstens bekannt sind. Jetzt komme ich wieder zu den Mediendiensteanbietern. Ich meine, es gibt ja seit mehreren Jahren schon das Gesetz, dass österreichische Mediendiensteanbieter sich bei der Com Austria melden müssen und anzeigen müssen, dass es sie überhaupt gibt. Viele wissen das einfach gar nicht. Ich meine, ich mache Ihnen das nicht zum Vorwurf, aber deswegen machen wir auch Veranstaltungen, wir selbst und auch viele andere Unternehmen, also Diego Pfeiff war jetzt einmal bei mir, die machen einen Roadshow quer durch Österreich und reden auch mit Mediendiensteanbietern. Und bei Mediendiensteanbietern habe ich auch wieder die Frage, ist das alles Information? Also in meinen Augen eben nicht, wenn irgendein junges Dirndl da Kosmetiktipps abgibt, mag sein, ja, aber das ist für mich von der Information weit entfernt. Ja. Und um diese Dinge müssen wir uns auch kümmern. Wobei ich jetzt auch sage, Medienkompetenz, das ist uns sehr wohl bekannt, nur wir haben relativ wenig finanzielle Mittel, uns mit diesen Dingen zu befassen. Ne? Weil in Wahrheit kriegen wir unser Geld für die Regulierungstätigkeit. Und die Medienkompetenz würde selbstverständlich erfordern, dass wir mehr Geld in Medienkompetenz, Veranstaltungen, was auch immer, investieren sollten. Das meinte ich überhaupt nicht. Nee, ich meinte nicht irgendwelche Behörden, die irgendwelche Veranstaltungen machen, sondern ich meine das als bundespolitisches Ziel. Das heißt also wirklich im Bildungsetat
und im Lehrplan Medienkompetenz aufzunehmen im weitesten Sinne und das nicht wieder zu delegieren an irgendwelche Behörden, Organisationen, steuerfinanzierte Art. Vollkommen falsch. Wir haben in Deutschland ein Dutzend Landesmedienanstalten, die bekommen einen dreistelligen Millionenbetrag auch für Medienpädagogik, Medienkompetenz zu fördern. Das tun sie mit einer Wirkungslosigkeit seit Jahrzehnten. Dafür würde ich sehr warnen. Ja, aber da muss ich wieder widersprechen. Ich kenne die deutschen Landesmedien recht gut, sowohl die bayerische wie auch viele andere. Die machen sehr viel auf diesem Gebiet. Natürlich ist es gut, wenn auch die Schulen und so weiter auch was machen. Aber ich glaube, es sollte ein flächendeckendes Angebot über alle Einrichtungen sein. Also, ich bin im Medienrat einer Landesmedienanstalt in Berlin-Brandenburg und die haben 300.000 Euro im Jahr für Medienkompetenzförderung zur Verfügung. Das ist also nicht der dreistellige Millionenbetrag, leider. Ich würde mir da. Denn die Medienanstalten in Deutschland insgesamt. Ja, klar, haben. Ne, aber nur ein Teil davon ist halt tatsächlich auch für Medienkompetenz zuständig. Die Hauptaufgabe ist halt Regulierung. Sie suchen jetzt mittlerweile in Form von einer veränderten Medienwelt neue Aufgaben und da ist die Medienkompetenzförderung ein Weg. Mir geht die Diskussion um Medienbildung oder Digitalbildung eigentlich immer in die falsche Richtung, weil es wird immer nur darüber geredet, was in Schulen unterrichtet werden sollte. Und ich glaube, dass die größere Herausforderung ist, was machen wir mit den Menschen, die nicht mehr zur Schule gehen? Also was machen wir mit den 90% der Bevölkerung, die jetzt auch in diesem Medienwandel aktiv dabei ist, die jetzt mit ihren Smartphones da rumrennen und denen das keiner erklärt hat, wie das funktioniert. Die halt immer noch nach 5 Jahren versuchen rauszufinden, wie ihr iPhone funktioniert und dabei die ganze Zeit live auf Sendung sind. So, ne? Also das ist, glaube ich, eine der viel größeren Herausforderungen. Und ich wünsche mir da neue Formate. Beispielsweise, als wir klein waren in Deutschland, hatten wir der siebte Sinn im Fernsehen. Ne? Da wurde halt Verkehrserziehung gemacht anhand von praktischen Beispielen in 5-Minuten-Formaten. Das erreichte meine Eltern. Das erreichte meine Großeltern. So, ne? Also wir brauchen da viel mehr Kreativität. Wir brauchen aber unterschiedliche Angebote auch. Jungen Menschen beschreibt man die Medien oder Medienkompetenz ganz anders als älteren Menschen. Und ich glaube, wenn ich mir diese ganzen negativen Phänomene im Netz anschaue, das größte Problem sind weiße Männer über 50. Und nicht irgendwie die jungen Menschen, die halt unterrichtet werden. Ja, jetzt wäre, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, bevor wir das Publikum mit einbeziehen, dass wir nochmal ganz kurz konkret über bestimmte Vorschläge sprechen. Und wir sind da ja bei der Mediana. Die Mediana, wir haben es vorhin schon gehört, hat ein Positionspapier erstellt genau zu diesem Thema, Regulierungsmaßnahmen von sozialen Netzwerken. Alexander, kannst du ganz kurz, wir haben nämlich leider nicht mehr so viel Zeit, das ein bisschen erläutern? Ich will nur ein paar Eckpunkte nennen und vielleicht kurz zum Prozess. Das ist mitgetragen von einigen durchaus repräsentativen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen aus dem freien Medien- und netzpolitischen Bereich. Ich will neben den Organisatoren hier jetzt auch nennen, weil sich Epicenter Works, Initiative Netzfreiheit, Wikimedia Österreich, Creative Commons Österreich, World Information Institute, wir haben da einen Prozess abgeführt, wo wir uns mit unterschiedlichen Phänomenen und auch Forderungen auseinandergesetzt haben. Eine wesentliche ist eben, dass wir sagen, lassen wir jetzt mal die Kirche im Dorf, staatlich, also die in einem demokratischen Rechtsstaat soll das, was an Information verbreitet werden darf, der Justiz überlassen bleiben und die muss gestärkt werden, die muss bessere Instrumentarien bekommen, die muss schneller reagieren können, die braucht mehr Know-how. Auf der anderen Seite braucht es schon auch Maßnahmen bei den Plattformen, die man diskutieren muss. Wie der Markus schon in seiner Keynote erwähnte, wir glauben, dass so etwas wie ein Recht auf Widerspruch geben muss, wenn ich gesperrt werden soll, dass ich die Möglichkeit habe, das klarzustellen, ob das jetzt rechtswidrig war oder nicht. Eine andere Möglichkeit ist beispielsweise bei einer Urheberrechtsverletzung, ich kriege das angezeigt und ich kann dann selbst entscheiden, ich gebe es weg oder ich kann darstellen, okay, das ist eine freie Werknutzung, die ich da für mich wahrnehme und nicht automatisch gesperrt werde. Das heißt, eine differenziertere Auseinandersetzung als nur irgendwie, das ist jetzt erlaubt und das ist verboten. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Maßnahmen und selbst, ich sage jetzt, bei Kinderpornografie ist es offenbar so, dass die großen Netzwerke tatsächlich schon jetzt mit Algorithmen und Upload-Filtern arbeiten. Das ist ein Bereich, der, meine ich, relativ
gut erkennbar ist, dass hier eine Rechtsverletzung tatsächlich stattfindet und wo das Schutzbedürfnis auch so groß ist, wo es aus meiner Sicht eine gerechtfertigte Maßnahme ist. Das heißt aber, heißt noch nicht, dass es verpflichtend ist. Ja. Also generell halte ich es für eine falsche Maßnahme, dass man das unterstützt, dass da zentrale Zensurinstrumente entwickelt werden. Und in dem Sinn wollte ich noch kurz anschließen, dieses Positionspapier, das ist jetzt auf der Website, wird heute veröffentlicht und da lade ich ein zur Diskussion und auch zur Weiterverbreitung, um auch mit teilzunehmen für diesen anstehenden Wahlkampf, dass wir die Politik auch auffordern, sich auseinanderzusetzen von dieser Perspektive aus, von einer zivilgesellschaftlichen, und das wäre insofern quasi unsere Initiative gewesen zu dieser Konferenz. Gibt es von Seiten des Podiums irgendwelche Fragen, Anmerkungen zum Positionspapier? Ja, ich glaube, diese Idee der Commons ist eine, die man, glaube ich, wieder ins Zentrum rücken muss, nicht nur von der freien Software Entwicklung her, sondern generell sozusagen öffentlichen Raum als einen Raum zu definieren, wo qualitative Information von vornherein, also sozusagen die Kommunikation von qualitativer Information gewährleistet ist. Und wie immer diese Commons aussehen, ob sie zivilgesellschaftlicher Natur sind, ob sie, was ich, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist in Wahrheit eine Idee von Common, ja. Aber einfach auch Qualität zu fördern. Und da muss vermutlich auch in Österreich, Herr Grinschl wird mir beipflichten, auch die Idee geben, Presseförderung neu zu denken. Weil das noch Presseförderung zu nennen, ist an sich schon eine anachronistische Geschichte. Aber wir sehen auch wirklich in Geschichten, was ich, wie jetzt in der Schweiz etwa, die Initiative von Republik, die Plattform, entstanden ist von Journalisten, die quasi enttäuscht aus den Medienhäusern rausgekommen sind, eine eigene Plattform gegründet haben mit Crowdfunding, ein Ding gestartet haben, das unglaublichen Nachhall in der Bevölkerung gefunden hat. Sie haben sich nie gedacht, sozusagen den Tipping Point zu erreichen, um über Crowdfunding finanziert zu sein. Und die Nachfrage war enorm, ja, für die Gründung einer Plattform qualitativer Information und der Diskussion dessen. Und ich glaube, es gibt schon auch sozusagen wieder Gegenrichtungen, und die man aber gezielt und mit einem weiten Medienbegriff, und wahrscheinlich müsste es Kommunikationsförderung heißen und nicht Medienförderung oder Presseförderung, sondern wo man wirklich weiter hinausdenkt und den Kopf öffnet, nämlich auch dorthin, wo die Probleme entstehen und nicht nur, wo die alten sozusagen gewissermaßen institutionellen politischen Kategorien noch verhaftet sind. Danke. Mit einem Blick auf die Uhr sehe ich, dass Zeit wird. Genau, und ich habe schon aus dem Augenwinkel ganz hektische Bewegungen gesehen. Ja, von eurer Seite. Genau, super. Kann irgendjemand das Mikrofon vielleicht übernehmen, rumgehen und... so machst eh du. Okay, aber doch, nein, ich hab mir gedacht, du hast mir jetzt gedeutet, dass ich wen suchen soll. Danke. Bitte da. Danke. Ja, herzlichen Dank, Martin Wassermeier, Politikredaktion Dorf TV. Ich ersuche immer um das Mikrofon, wenn ich den Begriff Medienkompetenz höre, weil ich dann immer sehr stark geneigt bin, sehr wohl natürlich Medienkompetenz als ein super Ziel zu unterstützen, aber gleichzeitig in Erinnerung zu rufen, dass die Förderung, die breite Förderung von Medienkompetenz natürlich noch keine besseren Menschen schafft. Daran erinnere ich immer wieder, wir leben halt mal auch in einer massiven neoliberalen Ellbogengesellschaft, und ich fürchte so, dass man nur dieses reine puristische Fordern nach Medienkompetenz das eigentlich verschärft. Warum ich das jetzt so sage, ist, leider ist hier viel zu wenig Zeit und Raum. Ich hatte gestern die Ehre, für Dorf TV mit dem Markus Becketal ein super spannendes Interview zu führen, wo ich einen ganz besonderen Punkt noch in Erinnerung habe. Er hat nämlich im Interview erklärt, wir stehen augenblicklich im Hinblick auf die digitale Medienentwicklung vor einem Punkt, wo wir gefordert sind, das Internet zu zivilisieren. Da bin ich echt hellhörig geworden, weil gerade auch diese Anwendung und diese Einführung des Zivilisationsbegriffs eigentlich etwas aufs Tapet hebt, was meines Erachtens tatsächlich das Entscheidende ist. Ich will jetzt nicht in Zivilisationskritik abweichen, aber wir müssen natürlich auch, also neben all diesen technischen, juristischen Fragen, vor allem auch diskutieren, die Paradigmen, wo wir denn eigentlich diese technische Entwicklung hinbringen wollen. Etwa, keine Ahnung, wollen wir diese Gesellschaftsverhältnisse
Verhältnisse einfach nur so weiter befördern, wie sie aktuell und tatsächlich sind? Oder wollen wir eine Entwicklung hin zu mehr Gemeinwesen, wieder eine solidarische Gesellschaft, mehr internationale solidarische Gerechtigkeit? Ich weiß es nicht. Ja. Und ich glaube auch, dass solche Veranstaltungen, das ist vielleicht auch gleich ein Appell an Mediana 2018, auch dieser Diskussion eigentlich noch viel mehr Platz und Raum zu geben. Ja, Otto? Ja, Otto Tremetsberger, DorfTV. Ich glaube persönlich, dass wenn ich jetzt an Facebook, Internet denke, alle diese Regulierungsmaßnahmen, die man überlegt, kaum etwas dazu beitragen werden, dass man zu einer positiven, substanziellen Verbesserung kommt. Genauso glaube ich, dass das ganze Thema Medienkompetenz nicht ausreichen wird, um sozusagen diese Phänomene, Fake News und so weiter zu entzaubern. Was ich sehr wohl glaube, Alfred Grinschl hat das Thema Vielfalt angesprochen, dass es wichtig ist und das ist für mich ein Punkt, wo man ansetzen muss, nämlich sicherzustellen, dass es diese Vielfalt gibt und dass es sie weiterhin gibt, dass nicht ein unzensuriert AD als sozusagen Angebot allein stehen bleibt am Ende, sondern dass es auch etwas gibt wie die freien Medien, dass es auch etwas gibt wie ein CBA, wie die DorfTV, wie Okto, dass sozusagen diese Angebote existieren können, dass dafür Förderungen zur Verfügung stehen und dass diese Angebote auch im Internet und in der Öffentlichkeit sichtbar bleiben und wahrgenommen werden. Also die Wichtigkeit ist für mich vor allem darin, dafür zu sorgen, dass es auch noch Alternativen gibt und dass eine Vielfalt erhalten bleibt. Danke, Ralf. Hillebrand, Salzburger Nachrichten. Zuerst ein Hinweis an Herrn Becketal, weil es so voll kassen, es kommt auch Gutes aus Österreich. Ich weiß nicht, ob das nach Deutschland getragen wurde, das Urteil rund um die jetzt nicht mehr Bundesobfrau der Grünen, Eva Glawischnik, vor wenigen Wochen. Ich glaube, das könnte auch für Deutschland sehr spannend sein, wo eben wirklich das erste Mal gesagt wurde, es muss österreichisches Recht angewendet werden, weil da ging es um konkret Hassposting gegenüber der Frau Glawischnik. Und zum anderen, dass er Facebook weltweit löschen muss, also nicht nur im jeweiligen Raum, sondern ich glaube, das finde ich für den deutschen Raum sehr spannend. Ja, wir hatten halt diesen Fall mit Anis M., dem Flüchtling und seinem Selfie, und da hat das Würzburger Landgericht entschieden, naja, man fühlt sich nicht dafür zuständig. Also da habt ihr dann wahrscheinlich das bessere Rechtssystem für diesen. Ich darf das vielleicht kurz rechtlich erhellen. Ja, das war eine einstweilige Verfügung und nach der E-Commerce-Richtlinie ist eine einstweilige Verfügung, geht nationalstaatlich. Also sagen wir so, das zuständige Gericht ist nationalstaatlich, was noch offen war, ist, nach welcher Rechtsordnung geht das. In Deutschland war das hier quasi das Grundverfahren und nicht die einstweilige Verfügung. Es müsste auch in Deutschland funktionieren, aber was ich bemerkenswert an dem Fall finde, es gibt noch keine Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, also insofern ist ja mit Tragweite, welches Recht da eben anwendbar ist, was mir auf der anderen Seite irgendwie aufzeigt, die E-Commerce-Richtlinie ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre alt oder was, und das ist jetzt der erste Fall, wo eine einstweilige Verfügung eingebracht wurde im Nationalstaat nach nationalstaatlichem Recht, und es gibt noch nicht mal eine Rechtsprechung des EuGHs, ob das jetzt zulässig ist oder nicht. Also insofern, die Mittel jetzt des Rechtsstaates sind europaweit nicht ausgeschöpft worden für diese Möglichkeit. Ja, eine einstweilige Verfügung würde sofort Facebook dazu verpflichten, die kann innerhalb von einer Woche erwirkt werden, im Prinzip, dass Facebook was löschen muss. Ja, ich meine, das ist das rechtsstaatliche Mittel der Wahl. Ja. Nur anschließend eine kleine Frage an die Runde. Es ist ja auffällig, dass seit der Trump-Wahl sich in Amerika wahnsinnig viel getan hat, von dem, über das wir jetzt diskutieren. Die klassischen Medien wurden wieder wahnsinnig gestärkt, die Abonnentenzahlen, New York Times, Washington Post schießen nach oben. Medienförderung ist auf einmal ein Riesenthema wieder geworden. Private Medienprojekte, private Stiftungen, Demokratieprojekte, auch Sozialprojekte, wie Sie es ja vorher schon angesprochen haben, sind viel mehr geworden. Deswegen so die Frage ans Podium, braucht es, ich hoffe nicht, dass es es braucht, aber braucht es auch in Deutschland oder in Österreich vielleicht so einen ähnlichen Fall, braucht es eine Wahl, die ganz nach rechts tendiert, bis es dann mal richtig kracht und bis sich mal richtig was tut? Na, ihr hattet das ja schon mal. Herr Siebenhaar? Also ich würde mir für Deutschland, aber auch nicht für Österreich wünschen, dass wir eine solche Wahl hätten, wie wir sie erlebt haben in den USA. Nein, ich glaube, in einer unübersichtlichen Welt
in der sich eben viele Leute eine Frage nach Wahrheit stellen, sind eben Medienmarken, alte Medienmarken sozusagen Leuchttürme. Sie navigieren und die New York Times, Washington Post, Wall Street Journal sind solche Marken, die ein Stück weit den Weg weisen können. Deshalb ist es gar nicht verblüffend, dass sozusagen diese Marken am Ende des Tages im Zeitalter von Trumpismus gestärkt daraus hervorgehen wird, inwieweit das dann ist das ökonomisch tatsächlich eine Stärkung, ist noch eine ganz andere Frage. Nein, ich glaube, dass sozusagen die klassische Medienindustrie gut daran tut, eben die journalistischen Maßstäbe, die man sich auf die Fahnen geschrieben hat seit Jahrzehnten, auch nach wie vor einzuhalten, beziehungsweise mehr denn je. Und eben genau auch die Finger in die Wunde zu legen, wo es eben Grauzonen gibt. Und mein Ansinnen ist eben sozusagen diesen Fake News Begriff auch auszuweiten, eben diese Grauzonen von bestellten Wahrheiten aus einer ganzen Reihe von Gründen. Und wenn wir uns sozusagen als Teil, wenn ich das so sagen darf, der etablierten Medien unser Handwerk beherrschen und das auch den Leser, den Rezipienten, den Zuschauer dann auch zeigen können, dann ist mir in keiner Weise bange. Und ich freue mich über jede neue Initiative, in welcher Form auch immer, sei es finanziert, altruistisch von jemandem oder in einer Stiftung, die dazu einen Beitrag leistet, dass eine plurale, offene Mediengesellschaft funktioniert, weil sie ist letztendlich die Basis auch für unser wirtschaftliches Wohlergehen. Danke. Gibt es noch eine Frage? Du hast noch? Ja, ich möchte auf etwas zurückkommen, was Herr Stenmaurer angesprochen hat. Anscheinend ist das ein Problem, sind diese Algorithmen, dass mir etwas angezeigt wird, für das ich mich offensichtlich interessiere und dass dadurch Bubbles entstehen oder Wirklichkeitskonstruktionen entstehen, die Leute weder bestellt haben, noch vielleicht sogar gar nicht wissen, dass es die gibt. Gibt es Möglichkeiten, also gibt es rechtlich möglich auch, erstens, dass man sagt, die müssen offengelegt werden, man muss wissen, wie die funktionieren und kann man dafür auch Vorschriften machen, wie die zu funktionieren haben? Ja, ich bin zu wenig Jurist, um das beantworten zu können, aber es ist eine klassische Forderung natürlich an Facebook, die Algorithmen freizugeben. Ob sie das tun werden, glaube ich, wieder weniger. Das heißt, wir müssen irgendwas tun und was wir tun können, ist sozusagen uns in diese Filterbubbles einzumischen und dort Plattformen zu schaffen, die sich die Menschen aus ihren Filterbubblen rausholen und sie mit anderen Informationen zu konfrontieren. Also wahrscheinlich braucht es irgendwie ein kreatives Einmischen in die Diskurse dieser Filterbubbles reinzugehen und die in irgendeiner Form zu stärken oder auch die Menschen, die in den unterschiedlichen Blasen sozusagen sich befinden, miteinander in den Diskurs zu bringen. Und da sind wahrscheinlich klassische alte Medien, aber auch neue Plattformen aufgerufen, sozusagen dazu intervenieren, kreativ, wie auch immer, mit juristischen Mitteln das Geschäftsmodell von Facebook knacken zu können. Ich weiß nicht, ob uns das gelingen wird. Also ich gehe davon aus, dass wir Wege finden werden und müssen, hier mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit reinzubringen und auch selbst Regeln aufstellen zu können. Wir sind, also zumindest in Deutschland, ist alles durchgeregelt. Warum sollten wir akzeptieren, dass halt Facebook und Co. quasi bei so einer was Bedeutsamen wie der Kreation von Realität und Wahrheit eigene Sonderregeln bekommen könnten? Die Herausforderung ist natürlich, wie schafft man das? Dass Innovation nicht kaputt geht, aber trotzdem demokratische Kontrolle entsteht. Und das zweite, viel größere Herausforderung ist, wie schaffen wir diese kreativen Interventionen bei Personen, die sich ja bewusst abschotten? Das ist ja so eines der Phänomene, die wir zuerst bei Trump gesehen haben, die wir jetzt auch bei der AfD in Deutschland gesehen haben. Die blocken von sich aus alle, die sie finden können, die anders denken, damit
bloß nicht die Algorithmen Gegenstimmen in ihre Blase hineinbringen, beziehungsweise wenn man sich mal Trumps Tweets anschaut, dann findet man kaum noch kritische Rückmeldungen darunter, weil Trump alles weggeblockt hat, was für andere Menschen da angezeigt werden könnte, die vielleicht noch nicht eine stramme Pro-Trump-Haltung haben. Danke, ich muss nur an die Zeit erinnern, es hat jetzt, es sind nur ungefähr 4 Minuten, sagt meine Uhr. Wir wollen natürlich dem zweiten Podium jetzt nicht die Zeit wegnehmen. Allerdings eine Frage, die wäre noch da hinten, die ist nämlich gleich danach gekommen. Vielleicht, dass wir die ganz kurz noch machen, weil dann würde ich noch mal ganz kurz in 2-3 Minuten eine Schlussrunde machen, damit wir das nicht so offen stehen lassen. Vielleicht jetzt nur die Frage und dann. Dankeschön. Ich bin Magdalena Reiter von der Open Commons Linz. Meine Frage steckt in eine ähnliche Kerbe. Wenn wir jetzt mit Fake News, mit dieser Debatte immer mehr konfrontiert sind, oder in diesen Zeiten haben wir bemerkt, wie wichtig solche offenen zivilgesellschaftlichen Projekte wie die Wikipedia sind. Wo sehen Sie die Zukunft von Archiven, von eigenen Medienarchiven, aber auch von Wissensarchiven? Eine unmittelbare Möglichkeit von Wissensarchiven ist zum Beispiel, wir haben das einmal auch diskutiert, ein alter, wie schon erwähnt, klassischer Common in der Gesellschaft ist hier öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der auf einem unglaublichen großen Archivschatz steckt. Um dem die Möglichkeit zu geben, diesen Archivschatz auch öffnen zu können. Ich weiß, es gibt da urheberrechtliche Probleme und andere Dinge. Und ihn auch sozusagen gesellschaftlich durchaus zu verpflichten, mit anderen Archivschätzen das zu vernetzen. Mit Archivschätzen der Wissenschaft, der Museen, der Zivilgesellschaft, wäre etwa eine neue Form des Auftrags an einen schon etablierten kommen, der ein gewisses sozusagen Standing hat, um den dort bewusst auch seine Möglichkeiten im Netz sich auszubreiten, nicht nur als eine Möglichkeit zu eröffnen, sondern es auch mit einem Auftrag zu versehen und da einen kommen zu schaffen, der mit einer Trusted Brand für alle eine Zugänglichkeit schafft, über den eigentlichen Aktionsradius hinaus zu anderen sozusagen vernetzten Plattformen. Und dazu bedarf es natürlich auch ein bisschen auch eines neuen Denkens. Wir wissen, es gibt die alten Streits zwischen öffentlich-rechtlichen und kommerziellen vor dem Hintergrund wettbewerbsrechtlicher Förderungsproblematiken. Inzwischen hat sich allerdings das Terrain wesentlich verändert und andere Haie sind im Teich, es wird das Gegenüber alter Gegner. Und diese Dinge gilt es einerseits zu überwinden und andererseits kreativ sozusagen auch durchaus mit staatlichen wirklich Förderungen und Ermöglichungen von Plattformerweiterungen, dort Archivzugänge, aber auch Qualitätszugänge und neue Möglichkeiten zu schaffen. Was ja passiert ist, und das hat ja ganz gut funktioniert, waren etwa die Recherchenetzwerke. Die haben über Medienhäuser hinweg und auch mit der Internetszene plötzlich auf tatsächliche Missstände reagiert und haben für mein Bedürfnis einiges zustande gebracht. Und solche sozusagen Pflänzchen nicht nur zu hegen und zu pflegen, sondern aktiv weiterzuentwickeln, glaube ich, ist durchaus auch eine, wenn man so will, nicht nur zivilgesellschaftliche, sondern auch staatliche Aufgabe. Danke, ganz kurz nur. Ganz kurz, ja. Also ich glaube, dass die Rolle der Archive und des Research spielt eine sehr, sehr zentrale Rolle. Und ich glaube, dass die Menschen schon heute viel mehr Möglichkeiten haben, wie sie weithin glauben. Also ich persönlich benutze das Handelsblatt-Archiv, ähnlich wie das die Kollegen vom Tagesspiegel und von der Zeit tun. Dieses Archiv steht längst nicht nur mir als Journalisten zur Verfügung, sondern jedermann, der dort beispielsweise ein Digitalabonnement abschließt. Es ist nur einfach viel zu wenig bekannt. Und ich glaube, für Qualitätsjournalismus ist nicht nur das Archiv sehr notwendig, sondern eben auch nochmal Research. Und die Kollegen von Spiegel, wir tun das, so viele andere Zeitungen auch. Also die Suche nach verlässlichen, nachvollziehbaren Informationen ist sozusagen das Rohöl, aus dem das Benzin gemacht wird, das unseren Kommunikationsmotor am Laufen hält.
Vielen Dank. Die Runde mit dem Publikum muss ich jetzt leider abschließen, aber ich glaube, es gibt noch viele Möglichkeiten, dass wir weiter diskutieren. Was ich jetzt aber ganz kurz noch machen möchte, der Alf schaut schon ganz böse, aber, aber vielleicht noch in 2 Minuten, ich bitte wirklich, dass Sie sich kurz halten. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen, wir haben extrem viele Anregungen bekommen, wo wir irgendwie dann nochmal jeweils 1,5 Stunden eine Podiumsdiskussion machen könnten. Das geht jetzt leider nicht in dem Rahmen, aber was ich würde das jetzt gerne nicht so offen stehen lassen und weiß nicht, vielleicht ist es irgendwie auch eine Journalistenkrankheit, dass man die Personen festnageln möchte oder auf gewisse, sag ich mal, gewisse Sachen ja, dabei rausschauen möchten. Deswegen möchte ich auch nochmal eine konstruktive Endrunde machen. Vielleicht kann jeder nochmal in 2, 3 Sätzen sagen, wir gehen eh der Reihe nach, wie denn, was denn getan werden sollte, beziehungsweise was für konkrete Dinge können wir denn überhaupt tun. Ja, die Probleme sind uns bekannt, aber in welche Richtung muss es denn unbedingt weitergehen? Ich würde gerne jetzt auf der anderen Seite anfangen, wenn das okay ist, und dann geben wir einfach so die Runde. Bitte, Alexander. Ich möchte für mich sprechen, was ich mir vorgenommen hätte, oder mit den Kollegen von der Mediana ist, dass wir uns da im Wahlkampf einwischen wollen, dass wir die Positionen, die wir da jetzt formuliert haben, auch zu einer Medienförderung in die Politik tragen, die dazu auffordern, dazu Stellung zu beziehen und von daher auch Einfluss zu nehmen auf die Inhalte, die in dem Wahlkampf vorkommen. Und das Zweite ist quasi mit der Initiative auch mit einen Versuch zu starten, stärker aus dem freien Mediensektor auch in die Social-Media-Sphäre zu gehen und auch hier sich positionieren und sich einzubringen. Danke. Ich möchte aber zu 2 Diskutanten kurz was sagen. Der Otto Tremetsberger sprach von Vielfalt. Selbstverständlich bin ich auch für Vielfalt. Ich halte mich da für einen eher liberalen Menschen, wenn wir zum Beispiel von Bildungsfragen reden. Jeder kann Arte schauen, aber es muss nicht jeder Arte schauen. Es kann jeder RTL schauen, es kann jeder Dreisat schauen, wie auch immer. Also es gibt ein vielfältiges Angebot und dafür bin ich. Und insofern bin ich natürlich auch für viele Angebote in den Rundfunkmedien, sprich auch für freie Radios und Community-TVs. Wir haben ja auch Förderungen, die wahrscheinlich ausgebaut werden könnten. Im Übrigen bin ich auch für die Zusammenlegung der Medienförderungen in Österreich, also nicht nur privater Rundfunk, kommerziell, nicht kommerziell, Presseförderung und so weiter. In Wahrheit würde ich das gerne in einen Topf, also von einem Topf ausgeben, und es sollte etwas mehr sein. Zum Kollegen von den Salzburger Nachrichten wollte ich Folgendes sagen. Sie haben gesagt, ob jetzt eine Wahl besonders recht sein muss, dass man sich dann in Regulierungsmaßnahmen oder wie auch immer was überlegen kann. Ich glaube, die Leute sind relativ gescheit. Wenn ich unsere Bundespräsidentenwahl nehme, wir haben zwar lustigerweise gehabt, bei der zweiten Wahl war dann der Van der Bellen doch deutlicher vorne wie bei der ersten Wahl. Und wenn ich den Macron in Frankreich nehme, noch viel mehr. Jetzt war die, weiß nicht, die Nationalratswahl, wie man die in Frankreich halt heißt, und da hat die Le Pen 14% gehabt und der ist offenbar weit vorne. Ne? Also ich glaube schon, dass die Wählerinnen und Wähler auch selber gescheit genug sind, um sich das noch einmal zu überlegen. Danke, Herr Steinmacher. Ja, ich würde auch noch mal erinnern an diesen beiden sozusagen Ebenen des Eingriffs, nämlich einerseits von der Strukturebene her, von Seiten unter Anführungszeichen der Gesellschaft des Staates. Da sehe ich im Moment einige hoffnungsfrohe Entwicklungen auf supranationaler, also europäischer Ebene. Es wird eine neue Datenschutzrichtlinie geben, von der vielleicht das eine oder andere zu erhoffen ist. Und auch von der sozusagen Ebene der handelnden Menschen, der Netzaktivisten, der Akteure, die im Netz sind, da ist auch natürlich der Appell, Kompetenz und Kompetenzen weiterzuentwickeln, zu bilden. Aber ich sehe dort auch, wie gesagt, mehrere Probleme im Hinblick, dass es einerseits natürlich auch bei der, wenn Sie an die Medienbildung, an den Schulen denken, vermuten wir dort auch so etwas wie ein Teaching Gap. Also dass diejenigen, die die Kids unterrichten, möglicherweise 2 Technologiegenerationen weiter hinten sind, als diejenigen, die sie tatsächlich unterrichten. Und wenn wir von denen reden, die die Schule schon längst verlassen haben, ist das noch einmal eine völlig andere Problematik. Also man muss da sozusagen wirklich gewissermaßen zivilgesellschaftlich auf Qualitätsinnovationen auch im öffentlichen Diskurs hoffen, wo es auch wieder sozusagen Gegenbewegungen gibt und wo man Qualität wieder
von guter Qualität, von schlechter Qualität oder Wahrheit, von Lüge unterscheiden lernt. Da ist es wahrscheinlich jedem Einzelnen überlassen, in seinem Umfeld, in seinem unmittelbaren Alltag nicht nur zuzusehen, sondern auch einzugreifen. Danke. Herr Siebenhahn? Ich erhoffe mir, dass der Staat qualitative Medien fördert, ganz egal, ob sie klein oder groß sind, noch unbekannt oder weniger bekannt, und nicht mehr Medien fördert, die aus meiner Sicht ambivalent sind. Da kann man hier in Österreich anfangen mit der opulenten Anzeigenvergabepolitik mancher Bundesländer, allen voran Wien, die Millionen in die Boulevardmedien stecken. Darüber hinaus würde ich ja wünschen, dass die Kompetenz über alle Generationen hinsichtlich der Medien wächst, dass man Versuche auf allen Ebenen unternimmt, sozusagen mit dem Medium Internet im weitesten Sinne besser umzugehen, eine Sensibilisierung zu erreichen. Und zum Dritten wünsche ich mir, dass wir alle sehr genau hingucken, was der Staat so tut, der Gesetzgeber. Denn ich persönlich glaube, dass die Bürger klüger sind als die Politiker immer uns versuchen zu verkaufen. Und deshalb würde ich davon warnen, alles über Gesetze reglementieren zu wollen, wo es den einen oder anderen Auswuchs derzeit noch gibt. Danke. Ja, eine lebenswerte digitale Gesellschaft ist möglich. Das liegt auch an euch. Tut was oder unterstützt diejenigen, die was tun, und sitzt nicht einfach nur vorm Fernseher und ärgert euch. Ja, gleich könnt ihr applaudieren. Ich möchte nur noch Danke sagen für die Aufmerksamkeit. Es geht jetzt gleich weiter mit einem Panel zum Thema Urheberrecht und Meinungsfreiheit, auch sehr spannend. Ja, ansonsten auch danke. Man kann uns weiterhin über den Livestream verfolgen. Da spreche ich jetzt eher zu denen, die uns gerade übers Fernsehen zuschauen. Bei anderen Fernsehsendern würde jetzt die Werbepause kommen, bei uns natürlich nicht. Bei uns kommt jetzt coole Musik und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Panel. Danke an die Diskutanten fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren. Danke an Sie für die Fragen, fürs Zuhören. Und ich wünsche uns alle noch einen spannenden Tag bei der Mediana. Danke.